Hallo Leute, willkommen zurück zu Factorio und die Atombombe-Forschung ist gerade fertig geworden. Das heißt, wir können hier noch ein bisschen in andere Richtungen forschen und dann schauen wir, was. Okay. Dazu brauchen wir Raketensteuereinheiten. Sind wir noch nicht angegangen, weil es uns hinten und vorne an Chipsen fehlt. Ich habe hier mal etwas abgegradet. Da oben werden sie hartnäckig, oder sind sie hartnäckig? Ich habe hier abgegradet mit Beacons und den besseren Fabriken und läuft eigentlich alles soweit durch, aber ich hätte gerne auch noch etwas Produktivität da rein und dann dasselbige hier. Ich denke, mit dem Kunststoff, den wir hier reinbekommen, das reicht mit diesem Setup gerade für zwei von diesen Kreisläufen. Da hinten, da kommt kaum noch Kunststoff durch. Auch kaum was von den grünen Chipsen. Das heißt, hier bräuchten wir auch mehr Produktivität. Wie sieht es denn hier auf dieser Seite aus? Das ist fast voll, das ist voll. Wir könnten ja hier mal auf Rot upgraden. Hierhin. Hier auch noch upgraden, zu blau machen. Bis hierhin, dann kommt wahrscheinlich etwas mehr Kunststoff durch. Dann liegt das Problem definitiv nur noch bei den grünen Schallkreisen, von denen wir einfach zu wenig produzieren. Da fehlt eine blaue Kiste. Schallkreise drin haben. Würden wir auch blaue Teile erstellen, bauen.
diese Linie hier nicht mehr. Ich kann meine Überschuss an gelben Fließbändern reinpacken. Dass wir mehr auf beiden Seiten ausgelastet sind und hoffentlich ein volles rotes Band an Kunststoff hinbekommen. Macht das einen Unterschied? Wenn ja, dann ja, hier geht es schon etwas in die Höhe, aber wahrscheinlich nicht viel, denn es fehlt uns ja hauptsächlich hier an den Grünen. Nun, da ich aber 50 Tempomodule in der Tasche habe, sollten die hier oben, sehr schön, hier staut sich das Rote auch, ja, werden hier gesammelt, und sobald diese Kiste voll ist, gehen wir dann auch die Produktivitätsmodule an. Und an diesem Punkt denke ich, ab da sollten wir besser gewappnet sein, hier das Ganze etwas zu boosten, dass wir hier mehr rausbekommen für das, was wir reinstecken, denn ich glaube nicht, das rote Band an Kupfer, das wird hier fast aufgebraucht, und ich glaube, das ist das, ja, Kupfer brauchen wir etwas mehr als Eisen, um die Grünen herzustellen. Vielleicht, um das Ganze etwas zu beschleunigen, ja mal Knüppel umlegen, und sobald hier zwei Tempomodule drin sind, müsste sich dieser Mechanismus blockieren und die blauen Chips laufen dann weiter nach hinten. Gut, wir machen hier einfach weiter mit der restlichen Forschung. Die Unendlich-Forschung gehe ich nicht an, denn dann würde die Serie nie enden. Aber Ziel ist es, alle Forschungen bis zur Unendlich-Forschung doch zu haben und eine Rakete starten. Also das offizielle Ende des Spiels, das man auch erreichen kann, ohne dass man die
gesamte Forschung durch hat. Wo ist unsere Einkaufsstraße? Hier oben. Dann, was brauchen wir noch? Etwas Munition. Muss ich hier unten wo rote Munition drin habe, Anbieterkiste draus machen. So viel werden wir nicht benötigen und ich habe einiges in der Tasche, was ich nicht mehr brauche. Da hört das Netzwerk auf. Gefällt mir das schon besser. Oh, wie sieht's denn hier aus? Ja, da sind zwei drin. Das heißt, jetzt müssen auch hier noch je zwei rein und dann läuft alles durch. Das soll. Dann bekommen wir auch etwas Produktivität. Welche wir dann hier unten wieder investieren können. Wenn wir jetzt schauen, sind wir immer noch bei plus 20% Herstelltempo und haben 20% Produktivität. Das heißt, jedes Mal, wenn dieser purpurne Bar ganz rüber ist, kommt statt einem Schaltkreis zwei Schaltkreise raus. Ja, den habe ich begrenzt, dass wir dort zu viel verbrauchen. Aber hier oben, das, was uns hier dort mehr zu produzieren, sind effektiv die grünen Chips. Kreise.
definitiv mehr rausholen. Können wahrscheinlich auch bei den Blauen hier mit Produktivität arbeiten, insbesondere da wir ja so viel mehr Maschinen hier am Band stehen haben und das Material gar nicht für alle ausreicht. Da brauchen wir 25 von den Zweiermodulen. Ah, das kostet etwas. Nun, ich denke, ich mache hier einen Schnitt und dann sehen wir weiter, sobald wir das ganze System etwas mit Produktivität gepimpt haben. Ein paar Produktivitätsmodule später und wir haben hier oben zwei volle gelbe Bänder. Und wenn wir hier runterlaufen, sehen wir, hier ist, haben wir die roten Bänder und bis hierhin sogar blau. Und das hier ist alles voll, weil wir hier doch ziemlich viele Maschinen mit Produktivitätsmodulen haben. Und wie wir sehen, produzieren wir mehr blaue, mehr grüne Schaltkreise, als wir benötigen. Etwas anderes, was ich festgestellt habe, oben haben wir ja eine Kiste, wo wir die Chips reinladen und dann wieder rausladen. Und das funktioniert nicht ganz so toll. Drum lass uns das hier noch etwas umbauen. Dass wir durchgängige Bänder bekommen hier. Und ich war auch am Forschen und das Einzige, was jetzt hier noch übrig bleibt, ist die, die Spinne und dann die Rakete selber. Fangen wir mit der Spinne an. Die Rakete, das wird so praktisch das Letzte sein. So, und dann müssen wir hier auch noch etwas mehr grüne Schaltkreise bekommen. Und wenn wir natürlich hier noch etwas Produktivität reinpacken, dann werden die Maschinen langsamer um 60%. Verbrauchen aber 40% weniger Materialien für denselben Output. Das heißt, nach hinten werden mehrere Maschinen laufen. Und dadurch bekommen wir mehr von den blauen raus. Hier schauen.
Wenn wir es funktioniert nicht. Wir müssen dann natürlich auch hier so. Und damit sind wir in einer guten Lage. Eigentlich bräuchten wir den nicht, weil den da haben wir ja oben eine Kiste. Ah, nein, die Kiste steht nur nebendran. Mein Fehler. Mein Fehler. Aber wir können natürlich das Material von der Kiste da oben reinwerfen und dann sollte unser Band schnell wieder voll sein. Dasselbe für Grün auch nochmal. Und hier bei den Grünen, da nehme ich die nur vom vorderen Band raus, denn ich habe so den Eindruck, hier hinten wird es mit den Materialien sowieso knapp. Das heißt, auf dem blauen Band bekommen wir tendenziell weniger Chips raus als auf dem vorne. Und wie wir sehen, wir kommen hier gar nicht mit einem vollen blauen Band an Kupfer rein, weil die Schmelzen zu langsam sind. Aber das ist ein Projekt für nächstes Mal. Also bis dann und tschüss!